So, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir soweit, das Ergebnis der Wahl bekannt geben zu können, was ich hiermit auch tun möchte. Es liegen vor die Wahlvorschläge der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Fraktion der SPD, Fraktion der CDU und Fraktion der AfD. Abgegebene Stimmzettel 133, ungültige Stimmzettel keine, Zahl der gültigen Stimmzettel insoweit 133. Dabei entfielen auf den Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Drucksache 20/303, 29 Stimmen. Auf den Vorschlag der Fraktion der SPD, Drucksache 20/305, 47 Stimmen. Auf den Vorschlag der Fraktion der CDU, Drucksache 20/305, 38 Stimmen. Auf den Vorschlag der Fraktion der AfD, Drucksache 20/306, 18 Stimmen, Zahl der Enthaltungen eine. Damit sind Prof. Dr. Roman Poseck, Prof. Dr. Steffen Detterbeck, Gerhard Böhme, Prof. Dr. Ute Sachsowski, Dr. Georg Falk, Ulrich Fachinger zu nichtrichterlichen Mitgliedern des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen gewählt. Soweit das Ergebnis, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich komme damit zu Tagesordnungspunkt 3, zur Wahl des Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Die Präsidentin oder der Präsident des Staatsgerichtshofs wird auf die Dauer ihrer oder seiner jeweiligen Amtszeit als Mitglied aus der Gesamtheit aller ständigen Mitglieder gewählt. Die Befähigung zum Richteramt ist Voraussetzung für dieses Amt. Und da der bisherige Präsident des Staatsgerichtshofs aus dem Bereich der ständigen Mitglieder nach § 2 Absatz 2 Staatsgerichtshofsgesetz gewählt worden war, nichtrichterliche Mitglieder, ist diese Wahl zu Beginn der Wahlperiode ebenfalls erforderlich. Eine Wiederwahl ist gemäß § 8 Absatz 2 zulässig. Zu der Wahl bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtages. Ihnen liegt der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, der SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20/420, vor. Aus diesem geht hervor, dass aus dem Kreise der nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs Herr Prof. Dr. Roman Poseck vorgeschlagen wird. Ich frage, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wie mit den Fraktionen abgesprochen, soll die Wahl, wenn ich das richtig sehe, offen erfolgen. Wird der Wahl durch das Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 20/420 zustimmt, den darf ich insoweit um das Handzeichen bitten. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Bei Enthaltung der Fraktion der LINKEN ist somit die erforderliche Mehrheit von 69 Stimmen erreicht. Ich kann feststellen, dass Herr Prof. Dr. Roman Poseck zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen wiedergewählt worden ist. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4. Das ist die Wahl der Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident wird auf die Dauer ihrer oder seiner jeweiligen Amtszeit als Mitglied aus der Gesamtheit aller ständigen Mitglieder gewählt. Die Befähigung zum Richteramt ist auch hier Voraussetzung für dieses Amt. Da die bisherige Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs aus dem Bereich der ständigen Mitglieder nach § 2 Absatz 2 Staatsgerichtshofsgesetz nichtrichterliche Mitglieder gewählt worden war, ist diese Wahl zu Beginn der Wahlperiode ebenfalls erforderlich.
Die Wiederwahl ist zulässig. Zu der Wahl bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags. Ihnen liegt mit der Drucksache 20/421 der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, von Bündnis 90 die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten vor. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Auch hier haben die Fraktionen abgesprochen, dass die Wahl offen erfolgen kann. Wird der Wahl durch das Handzeichen widersprochen? Auch das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 20/421 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist die erforderliche Mehrheit von bei einer Gegenstimme ist damit die erforderliche Mehrheit von 69 Stimmen erreicht. Ich kann feststellen, dass Frau Prof. Dr. Ute Saxowski zur Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen wiedergewählt worden ist. So, was kommt jetzt im Tagesordnungspunkt? 7, ne? 7. Ja, damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7. Das ist die Wahl der Mitglieder des Richterwahlausschusses. Nach § 9 Absatz 1 des Hessischen Richtergesetzes besteht der Richterwahlausschuss aus 7 vom Landtag berufenen Mitgliedern, die zu Beginn jeder Wahlperiode nach § 10 Absatz 1 des Hessischen Richtergesetzes nach den Regeln der Verhältniswahl gewählt werden. Zum Mitglied kann berufen werden, wer zum Landtag wählbar ist. Die Mitglieder sollen im Rechtsleben erfahren sein. Aus der Summe der für jeden Vorschlag abgegebenen Stimmen wird nach dem Höchstzahlverfahren D'Hondt die Zahl der auf jeden Vorschlag gewählten Mitglieder errechnet. Sind mehrere Personen zu wählen, legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten sollen. Listenverbindungen sind gemäß § 9 Absatz 3 Satz 1 und 2 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages zulässig. Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD und der AfD, Drucksache 20/433, liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wie mit den Fraktionen abgesprochen, kann auch hier die Wahl offen erfolgen, wobei jeder Abgeordnete bzw. jede Abgeordnete für die Wahl insgesamt über eine Stimme verfügt. Darf ich fragen, ob der Wahl durch das Handzeichen widersprochen wird? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 20/433 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei einer Enthaltung oder damit sind bei einer Enthaltung die in dem Wahlvorschlag genannten Damen und Herren als Mitglieder und Nachrücker des Richterwahlausschusses gewählt. Ja, und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8. Das ist die Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof Kassel. Für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter werden 7 Vertrauensleute, ferner 7 Vertreter aus den Einwohnern des Verwaltungsgerichtsbezirks vom Landtag oder einem durch ihn bestimmten Landtagsausschuss oder nach Maßgabe eines Landesgesetzes gewählt. Die Vertrauensleute und ihre Stellvertreter werden für die Dauer der Wahlperiode des Landtages gewählt. Die Sitze der Vertrauensleute werden auf die Wahlvorschläge nach dem Höchstzahlverfahren verteilt. Die auf der Liste folgenden Namen gelten in gleicher Anzahl als Stellvertreter. Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD und der AfD, Drucksache 20/434, liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden, wenn ich das richtig sehe, nicht gemacht. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Ich frage, wer dem Wahlvorschlag Drucksache 20/434 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit sind die in dem Wahlvorschlag genannten Damen und Herren als Vertrauensleute und stellvertretende Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof Kassel gewählt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9. Das ist die Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht Darmstadt.
Darf ich hier abkürzen, Frau Strauß-Zielbauer? Ich muss das nicht alles noch vortragen. Ne? Also, meine Damen und Herren, es liegt Ihnen ein Vorschlag vor, und zwar ein Vorschlag mit der Drucksachennummer 20/435. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir Sie einstimmig gewählt. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 10. Hier geht es um die Wahl der Vertrauensleute oder stellvertretenden Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen beim Verwaltungsgericht Frankfurt. Hier darf ich fragen, ich kürze das wieder ab, wird dem Verfahren durch Handzeichen widersprochen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und ich frage, es liegt Ihnen ein Wahlvorschlag vor mit der Drucksachennummer 20/436. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir auch hier einstimmig gewählt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Das sind die Vertrauensleute. Ich kürze auch das jetzt ab. Beim Verwaltungsgericht Gießen. Gibt es Widerspruch, dass wir das durch Handzeichen erledigen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Es liegt Ihnen ein Wahlvorschlag gemäß Drucksachennummer 20/437 vor. Wer für diesen Wahlvorschlag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand gegen diesen Wahlvorschlag? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir auch diesen Wahlvorschlag einstimmig gewählt. Und wir kommen zu Top 12. Das ist die Wahl der Vertrauensleute für das Verwaltungsgericht Kassel. Ich frage, gibt es Widerspruch, dass wir das per Handzeichen machen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Es liegt Ihnen ein Wahlvorschlag vor. Das ist der Wahlvorschlag 20/438. Wer für diesen Wahlvorschlag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann haben wir auch hier einstimmig votiert. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 13. Das ist die Wahl der Vertrauensleute für das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Auch hier können wir per Handzeichen abstimmen, wenn dem nicht widersprochen wird. Das ist nicht der Fall. Auch hier liegt Ihnen ein entsprechender Vorschlag vor mit Drucksachennummer 20/439. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir auch hier einstimmig entsprechend votiert. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 14. Das ist die Wahl der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses. Nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches wählt der Landtag 6 in der Jugendhilfe erfahrene Personen als Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses. Nach § 6 Absatz 3 Satz 2 ist für jedes Mitglied ein stellvertretendes Mitglied vorzusehen. Der Wahlvorschlag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD, der AfD und der Freien Demokraten, die Drucksachennummer 20/440, liegt Ihnen vor. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Auch hier darf ich Sie fragen, ob wir offen abstimmen können. Auch das ist offensichtlich der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 20/440 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE sind die in dem Wahlvorschlag genannten Damen und Herren Abgeordneten als Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses gewählt. Ich würde jetzt übergeben an den Vizepräsidenten Dr. H.C. Jörg Uwe Hahn. Herr Präsident. Jawohl. Hallo, mein Lieber. Ich lese das jetzt alles auf, was Sie gemacht haben. Ich muss auch noch rechnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fange jetzt erst mal an. Ja, bitten zu entschuldigen, dass wir ein bisschen eben eine Pause hatten. Aber bei jeder Staffelübergabe gibt es eine Pause. Und ich finde, der Präsident hat auf alle Fälle erst mal einen Dank verdient, dass er das so ordentlich gemacht hat und den Zeitplan schon mal um eine halbe Stunde nach vorne geholt hat, lieber Boris. Wir kommen, wie schon angekündigt vom Präsidenten, zur Wahl der Mitglieder des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks. Das ist Top 15.
Ich lese jetzt einfach einmal ordentlich vor, was hier aufgeschrieben worden ist. Nach § 5 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk gehören dem Rundfunkrat unter anderem 5 Abgeordnete des Hessischen Landtages an, wobei die Fraktionen Listen vorlegen können, aus denen die 5 Abgeordneten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen sind. Listenverbindungen sind zulässig. Gewählt wird nach dem System Saint-Laguë-Schepers, Geschäftsordnung § 9 Absatz 3. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksachen, 20441, 442, 443, 444, sind Ihnen die Wahlvorschläge bekannt. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist erkennbar nicht der Fall. Wie mit den Fraktionen abgesprochen, erfolgt auch diese Wahl offen, wobei jede Abgeordnete oder jeder Abgeordnete für die Wahl insgesamt über eine Stimme, ich füge hinzu, über nur eine Stimme, verfügt. Wird der Wahl durch Handzeichen und gegen das Verfahren etwas gesagt, getan? Nein, dann werden wir so verfahren. Wir kommen dann zur Abstimmung. Darf ich nunmehr von den parlamentarischen Geschäftsführern wissen, ob ihre Fraktionen vollzählig sind? Ich fange an mit der CDU. Ja, dann bitte gleich dazu sagen. Macht das für die Arbeit des Präsidiums einfacher, Herr parlamentarischer Geschäftsführer. Moment. Herr Präsident, wie bereits gesagt, die Abgeordneten Kartmann und Bouffier sind entschuldigt. Vielen Dank. Die Fraktion der GRÜNEN vollzählig, die Fraktion der Sozialdemokraten minus 2, ist das richtig? Damit ich wieder getadelt werde, danke. Die Fraktion der LINKEN. Also ihr meint, ihr seid in einer Sekunde vollzählig. Gut, also bisher minus 1. Die Fraktion der FDP? Vollständig. Und die Fraktion der AfD? Vollzählig. Das heißt, wer auch immer aufgeschrieben hat, kann das jetzt mir bitte sagen. Dann müssen wir zwar noch das Handzeichen machen. Ich unterstelle einmal, dass Sie das jetzt nacheinander so machen werden, wie es die Reihenfolge aufsagt. Die erste ist 20442. Nein, erste ist 20441. Wer ist dafür? Das ist die Vorlage der AfD. Handzeichen bitte. Die AfD. Vielen Dank. Wer? Es reicht. Der nächste Wahlvorschlag ist 442. Das ist von Bündnis 90 die GRÜNEN. Handzeichen bitte. Das sind die GRÜNEN. Vielen Dank. Als nächstes ist die Drucksache 443, Fraktion der SPD. Handzeichen bitte. Das ist die SPD und die FDP und die LINKEN. Vollständig, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Ja, ja, bei der SPD. Dann kommen wir zum Wahlvorschlag der CDU. Wer ist da dafür? Das ist die 444. Vielen Dank, das ist die CDU. Gibt es Stimmenthaltungen? Sie müssen sagen, dass das hier 38. Moment, gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir jetzt erst einmal fertig mit dem Abstimmen. So, und jetzt kann Frau Strauß-Zielbaum mir noch einmal sagen, was ich sagen soll. Bei der CDU waren es 38 und bei der SPD 47. Das ist wichtig. Damit stellen wir fest, 441 AfD hatte 18 Ja-Stimmen, der Wahlvorschlag 442 Bündnis 90 die GRÜNEN hatte 29, der Wahlvorschlag der SPD 443 hatte 47. Der Wahlvorschlag der CDU hatte 38. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt, dass nach diesem Abstimmungsverfahren gewählt worden ist, Frau Strauß-Zielbauer, ich will nichts Falsches verkünden. Deshalb warte ich lieber ab, bis es fertig ist. Danach. Oder?
Ja. Gut, damit sind gewählt Michael Boddenberg, Matthias Wagner, Nancy Faeser, René Rock und Arno Enners. Und zu nachrückenden Mitgliedern sind gewählt Holger Berlino, Sandra Funken, Martina Feldmeier, Marius Weiß, Heike Hoffmann, Christoph Degen, Manuela Strobe und Klaus Herrmann. Eine Meldung zur Geschäftsordnung durch Holger Berlino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach unserer Wahrnehmung hat die fraktionslose Abgeordnete an dem Wahlverfahren nicht teilgenommen. Ich denke, dass zumindest für das Herr parlamentarischer Geschäftsführer, das haben wir beachtet und haben deshalb nur von 18 und nicht von 19 gesprochen. Ist doch alles okay. Man würde jetzt bei einem Tennisspiel sagen, Remis. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Tagesordnungspunkt Nummer 15 erfolgreich beendet. Wir haben unsere Entsandten für den Rundfunkrat gewählt, und die nachrückenden Mitglieder sind ebenfalls gewählt worden. Jetzt kommen wir zum Top 16, Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des Theaterbeirates beim Staatstheater in Darmstadt. Nach dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt über den Betrieb des Staatstheaters Darmstadt wählt der Hessische Landtag über die Dauer seiner Wahlperiode 3 Mitglieder sowie 3 stellvertretende Mitglieder für den Verwaltungsausschuss des Staatstheaters Darmstadt. Beim Theaterbeirat sind 2 Mitglieder und 2 stellvertretende Mitglieder zu wählen. Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90, die Grünen und der SPD, das ist die Drucksachennummer 20445, liegt Ihnen vor. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich vorschlagen, dass wir über diesen Wahlvorschlag 20445 abstimmen, und zwar per Handzeichen. Wird dem widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag 20445 zustimmt, den erbitte ich um das Handzeichen. Das sind für das Protokoll die Fraktionen von SPD, die Grünen, CDU, FDP. Wer ist dagegen? Die Linke auch. Die Linken haben nachträglich beschlossen, dass sie auch zustimmen werden. Wir nehmen es zur Kenntnis und ins Protokoll. Gibt es? Möchte jemand, dass wir das wiederholen? Ich glaube nicht, oder? Es ist klar abgestimmt worden, auch jetzt von den Linken. Die Gegenprobe? Stimmenthaltung? Die AfD enthält sich der Stimme. Damit sind die in dem Wahlvorschlag genannten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des Theaterbeirates beim Staatstheater Darmstadt gewählt. Wir gratulieren und kommen zum Top 17. Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des Theaterbeirats beim Staatstheater in Kassel. Den Vertrag habe ich schon erklärt, müssen wir nicht wiederholen, weil der ist der gleiche wie in Darmstadt. Der Wahlvorschlag hierzu liegt Ihnen vor von CDU, Bündnis 90, die Grünen und SPD, Drucksachennummer 20446. Weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Wenn sich kein Einspruch erhebt, schlage ich vor, dass wir über diesen Wahlvorschlag per Handzeichen abstimmen. Spricht da jemand dagegen? Dann kommen wir zur Abstimmung. Die Drucksache 20446 liegt Ihnen zur Abstimmung vor. Wer ist dafür? Den bitte ich um das Handzeichen. Diesmal ist DIE LINKE sofort dabei, Sozialdemokraten, GRÜNE, CDU, FDP. Gegenprobe? Enthaltung? Bei Enthaltung der AfD ist die Drucksache 20446 angenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gratulieren den Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, die uns im Staatstheater Kassel vertreten. Wir kommen zum Staatstheater in Wiesbaden, Top 18. Der Vertrag ist immer noch der gleiche. Der Wahlvorschlag hat die Nummer 20447. Gibt es weitere Vorschläge? Können wir per Handzeichen abstimmen? Ist da jemand dagegen? Dann werden wir dieses so tun. 20447 liegt Ihnen vor. Ich erbitte das Handzeichen, wer dafür ist.
Das sind wieder die LINKEN, die Sozialdemokraten, die GRÜNEN, die CDU und die Freien Demokraten. Gegenprobe erübrigt sich. Enthaltung die AfD. Auch hier herzlichen Glückwunsch an die gerade eben im Wahlvorschlag genannten Damen und Herren Abgeordneten als Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des Theaterbeirates des Staatstheaters in Wiesbaden. Top, haben wir jetzt? Top 20 haben wir jetzt. Das habe ich doch gesehen. Top 19 passt hier nicht herein. So, wir haben uns erst einmal zu beglückwünschen, dass wir in so kurzer Zeit so viele Wahlen durchgeführt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Vorbereitung durch die parlamentarische Geschäftsführer. Vielen herzlichen Dank.